Ihr wisst ja, dass wir super gerne kochen Ja. und wir haben uns was ganz Cooles für diese Woche überlegt. Genau, wir machen nämlich das perfekte Dinner mit 4 Vans. Und das Wichtigste dabei ist, dass jeder Van für 3 andere Vans kocht. Das heißt, wir werden 4 unterschiedliche Menüs sehen. Und sind jetzt alle auch schon voll gespannt. Wir gehen alle einkaufen auf Märkte und werden uns da jetzt gegenseitig mal begleiten. Und ich bin echt gespannt, was die anderen kochen. Wir haben auch schon eine Idee und verraten es euch aber natürlich später. Das seht ihr quasi wie beim perfekten Dinner. Genau, es wird halt, wir wollen es ungefähr so ähnlich machen und uns dann auch quasi zum Schluss Punkte vergeben. Genau, also das wird wer ganz das spannend. Beste Dinner kocht. Genau, das wird ganz spannend sein, wer das beste Dinner kocht. Ich hoffe ja, dass wir gewinnen. Also wir treten an, um zu gewinnen. Und ihr könnt ja jetzt schon mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, wer gewinnt. Und bin dann mal gespannt, wer es dann am Ende tatsächlich ist. Ich glaube, das wird auch ein längeres Video. Also macht es euch gemütlich, nehmt euch eine Packung Chips oder Popcorn und was zu trinken. Und dann kann es losgehen. Viel Spaß. Pomodori. Wie nehmen wir denn so 500 Gramm? Ich bin nur der Kameramann. Wie macht? Tres. So, alles, was wir hier finden auf dem Markt, ist auch direkt aus Fuerteventura. Das ist richtig, richtig süß. Hier gibt es so verschiedene Räume und gibt es verschiedene Sachen zu kaufen. Ich brauche auf jeden Fall für das perfekte Dinner, für die Vorspeise, Tomaten, Avocados und rote Beete. Was wird das wohl werden? So, heute geht's los mit dem perfekten Van-Dinner und wir fangen jetzt an, alles vorzubereiten. Und zwar geht es los mit dem Aperitif. Dafür haben wir uns überlegt, eine Zitronenlimonade zu machen und dafür brauchen wir 2 Zitronen, ungefähr 150 ml Saft. Wir brauchen Rosmarin, Thymian, ein bisschen Zucker und dann verrühren wir das alles und lassen es kurz aufköcheln und dann gibt es daraus einen leckeren alkoholfreien Aperitif. So, fangen wir mal an. So, alles in einen Topf rein. Wir geben noch ein bisschen Zitronenabrieb dazu von einer Bio-Zitrone. Und das lassen wir jetzt alles köcheln. Und dann sollte das so in einer Stunde fertig sein. Also so ein Essen für 8 Leute im Van vorzubereiten ist eine kleine organisatorische Meisterleistung und deswegen fangen wir halt einfach auch schon früh an. Wir haben 11 Uhr und um 18 Uhr wollen wir was essen, aber manche Sachen müssen halt auch ein paar Stunden im Kühlschrank kühlen. Deswegen machen wir jetzt gleich mal weiter mit der Nachspeise und zwar haben wir uns dafür Panna Cotta überlegt. Ja, Melli überlegt gerade noch, ob sie das mit Kokosmilch macht oder mit anderen Zutaten, aber auf jeden Fall geht's gleich los. Und dann haben wir, würde ich schon mal sagen, 4 Teile, 2 Teile von 4 fertig. Ja, da ist es schon das erste Problem. Ihr könnt keine Panna Cotta machen. Ja, daher, dass wir nur im Camper leben und nicht so viel Besteck haben oder nicht so viele Gläser, ist das jetzt ein bisschen schwierig, wie das Ganze schön zu machen. Ja, jetzt haben euch die Nachbarn hier ja schon die Gläser vorbeigebracht, die ihr ja eigentlich auch für die Limonade braucht. Also müsst ihr euch was anderes überlegen. Ich dachte immer, das ist nur beim echten perfekten Dinner so, aber auch bei uns ist das so. In 2 Stunden muss alles fertig sein und wir haben ja noch nicht mal richtig angefangen. Wir waren noch mal in einem kleinen Markt hier und haben noch ein paar Sachen besorgt, weil die Ricotta, so wie wir uns die vorgestellt haben, die wird nichts. Also haben wir uns jetzt eine vegane No-Bake-Schokotart überlegt. Damit fangen wir jetzt mal an und dann kann die schon mal, bis es heute Abend losgeht, abkühlen. Und dann bereiten wir die Vorspeise vor und die Hauptspeise. So, wir fangen jetzt mal mit der Nachspeise an. Und zwar brauchen wir dafür Schokolade. Und brauche ich Datteln.
Das hier sind die einzig richtig guten Datteln. Und für unsere Gäste gibt es natürlich nur das Beste. Vorsicht, da kommt jemand. Hola, ich gucke auch nicht. Hola. Aber das wollte ich euch noch zurückbringen. Danke. Oh mein Gott. Oh. Was ist los? Bist du zufrieden? Ich glaube, der wird richtig gut. Somit die Creme jetzt für den Kuchen, der nicht gebacken wird, auch schön eindickt, haben wir hier vegane Gelatine und das nennt sich Agar-Agar. Davon muss ich jetzt 2 Teelöffel hinzufügen. Und zwar in das Wasser hinzufügen und dann wird das alles zum Erwärmen gebracht. Mit ein bisschen Schokolade und Kokosjoghurt und dann kommt das alles schön rein. Und dann kann sich das bis heute Abend ausruhen und ist dann hoffentlich richtig lecker. Ja, dann hoffe ich mal, dass dein Agar-Agar aus diesem Pudding jetzt Endkuchen macht. So, ich bin jetzt fertig mit der Tarte, die darf jetzt schön abkühlen und jetzt habe ich Platz gemacht für Melli. Jetzt kümmert sich Melli um die Vorspeise und die Hauptspeise und ich werde in der Zeit das Menü schreiben, denn wir haben noch 1,5 Stunden Zeit, dann ist 16 Uhr und dann kriegen unsere Gäste das Menü. Wir sind gespannt, was sie für Erwartungen haben und was sie vom Menü halten werden. Und kurz danach treffen wir uns hier alle auf unserer Terrasse und werden hier gemeinsam Aperitif haben. Wir werden unsere Gäste begrüßen und dann geht's um 18 Uhr los mit dem Essen. Bin schon richtig gespannt. Aber jetzt fragen wir erstmal Melli, was Melli denn jetzt so macht. Hallo. Hallo. Was machen Sie? Ich bereite jetzt den Teig für die Ravioli vor, die es dann geben wird zur Hauptspeise. Genau, jetzt mache ich erstmal den Teig, der muss dann 1 Stunde im Kühlschrank nochmal ziehen. Und dann mache ich noch die Füllung für die Ravioli. Das ist eine vegane Ricotta. Und dann gibt es die Vorspeise. Soll ich es auch schon verraten? Ja, wenn du magst, kannst du das gerne verraten. Die Vorspeise ist so ein Dreierlei Tatar aus rote Beete, Avocados und Tomaten. Mm, das hört sehr gut an. Hoffentlich wird das auch gut, das habe ich mir noch nie gemacht. Der Kuchen ist ja automatisch für 8 Personen. Da braucht man nicht so viel abwiegen. Wie misst du das denn jetzt hier bei dem Ravioli ab? Nach Gefühl. Ich hoffe, das reicht und alle werden satt. Hast du einen Plan B? Ich glaube schon. Ich mache einfach immer die doppelte Portion. Zur Not würden wahrscheinlich auch Nachos mit Guacamole gehen. Das habe ich schon bei anderen gesehen. Genau, stimmt. Das ist dann Plan B. Gute Idee. Na, Zeit, um am Handy zu sein? Hm? Ja, weil da sind die Rezepte drauf. Und was hast du schon vorbereitet? Ich habe hier jetzt schon die Füllung, die Ricotta-Füllung vorbereitet für die Ravioli. Und jetzt mache ich das Dreierlei Tatar. Hast du dafür Ricotta benutzt? Nee, das ist vegan. Da sind Kichererbsen drin, Hefeflocken, Gewürze, Basilikum, genau. Das Menü ist fertig. Sieht aus wie eine Einladung zum Kindergeburtstag, aber es ist fürs perfekte Van-Dinner. Deswegen muss ich das nochmal dazu schreiben. Ja, so ohne Spülmaschine muss man gefühlt nach jedem Arbeitsschritt alles abspülen, weil wir kochen ja für 8 Leute. Wenn wir zu zweit für uns beide kochen, dann geht das eigentlich. Dann reicht es, wenn wir nach dem Abendessen kochen, aber wir haben ja nicht so viele Schüsseln etc. Deswegen nimmt das Spülen doch ganz schön viel Zeit in Anspruch. Aber wir sind, glaube ich, gut in der Zeit, oder? Was meinst du? Ja. Let's go. Jetzt bringe ich den anderen mal die Menükarte und während die sich das durchlesen, baue ich draußen die Tafel auf. So, wir schauen uns jetzt mal das Menü an. Wir freuen uns schon auf den heutigen Abend. Da hinten stand sogar noch was. Vielleicht gucken wir. Vielleicht am Ende. Ach so. Genau. Das perfekte Van-Dinner.
Eine vegane Reise ins wunderschöne Italien. Aperitif. Willst du vorlesen? Si. Als Aperitif gibt es einen Dario Spritz. Ein Cremant mit frischer Zitrone, Mandarinsirup und mit frischer Minze garniert. Das klingt schon mal sehr gut. Boah, geil. Boah, da wäre die Bock drauf. Hoffentlich kriegen wir den gleich schon. Ja, nicht schlecht. Kann ich mir sehr gut vorstellen, vor allem bei dem geilen Wetterbild. Ja. Hammer. Okay, Vorspeise. Ein dreierlei Tatar aus roter Beete, Avocado und Tomaten aus Bruschetta-Schiffchen. Ja, geil. Tatar aus rote Beete, Avocado und Tomaten auf Bruschetta Schiffchen. Kleine Boote. Also ich bin gespannt, wie das dann zugerichtet ist. Tatar habe ich auch noch nicht so oft gegessen. Vor allem in der veganen Variante. Aber Melli hat das schon mal gemacht. Oder war das Tatar? Nee, das war was anderes. Das war ganz special. Egal. Da freuen wir uns. Da freuen wir uns sehr. Und die Hauptspeise. Also Ravioli. Selbstgemachte Ravioli. Boah. Mit Ricotta-Füllung, geschwenkt in Salbei, Basilikum-Butter, dazu gibt es hausgemachte Limonade. Boah, Alter, kommen wir da überhaupt mit unserem Gericht morgen fahren? Nee. Müssen wir auch schnell was abändern? Die schreiben das bestimmt auch krasser, als es dann am Ende vielleicht wird. Vielleicht liegen. Das sind Melly und David. Das wird dann noch krasser, als es hier steht. Ravioli mit Ricotta-Füllung, geschwenkt in Salbei, Basilikum, Butter, dazu gibt es hausgemachte Limonade. Oh. Ah. Ja, das Nudeln für dich. Spürst du eigentlich schon Druck? Ja, dezent. Scheiße. Unser Menü steht übrigens noch nicht. Ja, jetzt ist der Druck groß. Und die Nachspeise? Schokoladen. Was ist das denn? Prostata. Kenn ich nicht. Irgendwas Krosses. Schokoladen-Prostata. Schokoladen-Prostata mit frischen Beeren, serviert mit einem äthiopischen Cold Brew auf Zitrone und Eis. Oh. Ich wusste, dass ja, das ich das reden muss. Ich habe auch schon gedacht, dass das nicht auch was für uns wäre, aber... Scheiße. Ja. Wir lassen uns überraschen. Klingt richtig geil. Hab auf alles richtig Lust. Vor allem tatsächlich. Ja. Ein bisschen zu guter Start. Wir hätten mal anfangen ja, sollen. Ja, wir hätten mal David Müll abschließen lassen sollen. Shit. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall richtig doll drauf. Wird gut werden. Mega. Vielen Dank. Ihr wisst vielleicht noch nicht, ich trinke keinen Kaffee. Aber wir haben gesagt, hier beim perfekten Van-Dinner werde ich natürlich auch Ausnahmen machen, wo ich selber Ja zu sagen kann. Und wenn die beiden Cold Brew machen, da werde ich dann natürlich mal nippen. Ich werde kein ganzes Glas trinken, aber ich möchte ja trotzdem einmal bewerten, was die beiden zaubern. Und deswegen bin ich da schon ganz gespannt. Und ganz hinten stand auch was. Steht noch was. Hinten steht, schön, dass ihr dabei seid. Beginn 16.30 Uhr. Halbe Stunde nach hinten verzögert, ne? Eigentlich war 16 Uhr geplant. Hier, 16 Uhr Menüübergabe. Das machen wir jetzt gerade. Ja, gut. Ja, klingt vielversprechend. Das könnte auf jeden Fall das perfekte Van-Dinner werden. Wir sind gespannt. Jetzt sollten wir vielleicht... Schon Hunger. Ja, und unsere Idee vielleicht auch nochmal dann... Überdenken. Ja, wir wünschen euch auf jeden Fall viel Erfolg und drücken euch die Daumen, dass es alles genauso gelingt, wie ihr euch das vorgestellt habt. Genau. Wir freuen uns drauf und freuen uns auf einen schönen Abend. So, es geht also nach Italien. Hier nochmal das Menü für alle, die es sich abfotografieren wollen. Vielen Dank für das leckere Menü. Wir können es kaum erwarten. Ja, seid ihr ready? Ja, warum fangt ihr zur Hölle an? Das ist ja... Der Druck ist so hoch. Schwerst. Nee. Ah, ihr seid jetzt alle schon da? Mensch, guckt mal, was wir jetzt vorbereitet haben. Ich schicke Anzug. Oh nein, ich bin hier noch am Umziehen. Ja, aber so oh, ist, sorry. So ist das beim... Wir machen hier das perfekte Dinner, nicht das perfekte Management. Oh. Sorry. Wir haben hier schon mal was Kleines vorbereitet. Oh mein Gott. So.
Den haben wir übrigens auch selbst aber erfunden, nee, so wie der gemacht jetzt, ist. Ja. Den haben wir auch so da gesagt. Zusätzlich einbauen. Kamen mal zu uns und wollten einen Hugo trinken. Erstmal, und dann haben wir gesagt, provisorisch. Wir haben keinen Hugo, aber einen Dario. Ja, werden nochmal mit meiner Partnerin sprechen. Ich muss auch mit meiner Partnerin sprechen. Wir haben damals in der Kerbe erfunden. Auf der Kerbe, das möchte ich, wo wir da gearbeitet haben, ist bei mir vom Laden. Ja. Ah, da habt ihr den gemacht. Oh, dann haben wir den quasi erfunden. Ja, ich will euch nicht mehr erinnern. Hier trinkt man Mandarinsirup mit verschiedenen Drohne. Ja, das ist ein guter Cremant, ne? Ja, der kann schon was. Echt so lecker. Ja. Ich hab noch Sachen aus dem Kaffee. Das ist gefährlich an dem Drink. Was da für ein Alkohol drin? Was da für ein Alkohol drin jetzt? Cremant. Das ist sowas wie Champagner. Aber halt nicht aus Champagner. Aus der Champagne, nicht aus der Region. Also liebe Gäste, wir werden jetzt weiter vorbereiten. Ihr könnt hier gerne draußen ganz gemütlich sitzen bleiben mit eurem Aperitif. Wenn irgendwas sein sollte, könnt ihr jederzeit reinkommen. Okay, sehr gut. Danke. Danke für die Einladung. Perfekte Gastgeberin. Na, wie ist so euer erster Eindruck? Ja, die Drinks waren beliebt. Das Aperitif kam gut an. Das dürfen wir nämlich noch einmachen. Ja. Das ist schon mal eine gute, na, wie sagt man? Guter Einstieg. Guter Einstieg. Hier, bitteschön, ein Drink. Danke. Und wie geht's jetzt weiter? Ich bereite jetzt schon mal die Ravioli vor und dann mache ich die Vorspeise. Hier haben wir jetzt den Ravioli-Teig. Ich glaube, der ist noch ein bisschen kalt. Dann können wir mal kurz ein bisschen Zimmertemperatur wieder aufwärmen und dann werden wir den mal vorbereiten. Meinst du, der Teig ist gut geworden? Ich glaube ja. Das sieht schon mal gut aus. Ja, ich bin froh, dass wir unseren Soda-Stream dabei haben, denn jetzt können wir ein bisschen Sprudelwasser auch noch vorbereiten für die Limo, die es dann zum Essen gibt. Die selbstgemachte Limo, die wir heute vorbereitet haben. Ja, und so haben wir unseren Sprudelmaker hier. Ja, die Zeit läuft, Leute. Fangt mal an mit dem Sprudel und du musst dich mit deiner Fabiolis beeilen. Ja. The moon, it's your eyes like a big pizza by the sun. Ich werde jetzt mit diesem Glas den Teig ausstechen, um quasi die Ravioli dann zu machen. Ich hoffe, die sind nicht zu groß dann, aber dann werden die Leute auf jeden Fall satt. So ein bisschen kreativ sein, sonst habe ich es mal mit einem Schnapsglas gemacht, aber es ist ja so ähnlich. Hier trinkt anscheinend keiner Schnaps. Nee. Und was sagst du dazu? Stay hydrated. So, dann probieren wir mal unser Glück. Hoffentlich reicht das für alle, hoffentlich werden alle satt. Nicht, dass wir noch zur Pizzeria müssen. Aber es wird ja passen zum italienischen Abend. Jetzt kommt die große Kunst. Aha, so funktioniert das also. Das sieht ja richtig professionell aus. Ich hole dir mal deine Küchenhilfe wieder rein. Ja. Reicht das ja, ne? Ja. Da darf nichts rauskommen. Wir haben gerade nur noch mal gerechnet, ob wir denn genug gemacht haben, dass auch alle satt werden. Genau, das werden wir dann zum Schluss sehen. Wir wollen keinen Punkteabzug, weil es zu wenig Essen gab. Nicht, dass dann heute Abend jeder noch mit einer Tüte Chips im Van liegt. Ich denke, war ganz gut, aber bin ich satt geworden. Noch halber und verhungern. Ja. Na, was findest denn du hier? Irgendwas Leckeres? Wo? Hier riecht das hier bestimmt wie lecker. Wir sind der einzige Van, der heute was zu essen macht. Das riechst du, ha? Woanders gibt's gerade nichts zu essen. Na, reicht das aus? Zieh mal, wie viel sind das? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehr gut. Mindestens, ne? Oh, 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 nicht, dass die zerkochen. Schnell raus damit. Hallo. Nee. Hallo. Was ihr so macht? Ja, hereinspaziert. Herein, ich weiß nicht, ob hier alle reinpasst. Riecht hier aber schon aber. Oh, oh, oh. Wow. Habt ihr die selber gemacht? Ne, die haben wir gekauft. Ja. Oh.
Die haben wir. Nein, darfst du doch nicht sagen. Gekauft für ich bin jetzt gerade nicht so gerne. Oh. Gekauft. Sieht aber nicht so gekauft aus. Sieht gar nicht mal so gekauft aus. Alles selber gemacht. Wow. Also, wir sind noch nicht ganz fertig mit denen, aber wir machen jetzt erstmal die Vorspeise. Und dann geht's weiter mit den Ravioli. Das sind jetzt erstmal die Schiffchen. Die Bruschetta-Schiffchen. Da habe ich auch eine Frage. Macht ihr die Bruschetta jetzt auch noch selber in Omnia, so als Brot oder? Nee, jetzt machen wir jetzt in der Pfanne. In der Pfanne? Also aber das selber. Brot alles selber. Selbst gemacht? Ja. Ja. Boah, ja, klar. Das ist jetzt der Teig und jetzt werden die quasi in der Pfanne angebraten. Wilma, was sagst du dazu? Ja, Wilma ist auch schon hier die ganze Zeit. Wow. Okay, kannst du anmachen? Ja. Schon mal warm? Was ist denn ohne Öl? Nein. Ja, und sonst sehe ich wirklich gemütlich eingerichtet hier. Wie lange lebt ihr denn schon hier in der Wohnung? Ja, ich weiß nicht, schon eine gefühlte Ewigkeit. Ne? Habt ihr viel selbst gemacht, oder? Ja, alles selbst gemacht. Toll. Also auch die Deko-Elemente. Ja. Ist der Van selbst ausgebaut? Ja, der ist auch selbst ausgebaut, der Van. Aber ich ziehe mir auch in meinem Kleiderschrank gerne was an von den... ja, probier's mal aus. Ja. Oh! Italienischer Abend. Ja. Italienischer Abend hier. Was heißt sehr gut? Molto bene. Oder molto buono. Oder ja. Molto bello. Mm. Habt ihr euch draußen gut amüsiert, ja? Ja. 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 Ihr habt einen sehr schönen Vorgarten. Ah ja. Ja, übrigens sind dann auch die Kräuter, also unser Salbei, der wird dann auch aus unserem Garten genommen. Noch mit eigenem Kompost gedüngt. Alles mit eigenem Kompost gedüngt. Ja, immer ja. Schön frisch. Übertreibt. Ja. Wo geht ihr hier eigentlich aufs Klo? Ja, das würde mich auch wirklich brennend interessieren, ob wir mal euer Badezimmer bestaunen könnten. Ah, schaut ja, ruhig mal rein. Ja, schau ruhig mal rein. Hinten im Flur links. Oh. Im Flur links. Oh, toll. Also, aber ehrlich, schön, ne? Schön gemacht. Ja, wirklich schön gemacht. Ja. Toll. Kann ich mir vorstellen, dass wir da eine schöne Zeit haben. Darf ich mal eine schöne Zeit haben? Ja, darfst du eine schöne Zeit haben. Mir gefällt das, was ja, wir lassen euch dann jetzt noch mal ein bisschen werkeln und dann sehen wir uns ja wahrscheinlich in 10 Minuten raus. Ja, wir brauchen ja lange dauert eure die Teller. Noch? Die Teller. Ja, wir bräuchten langsam Teller. Teller oder Schüsseln? Teller. Teller, die werden wir bringen. Ja, bringt uns einfach mal ein paar Teller. Die gibt es dann auch zu den Ravioli. Ist hier Stau oder was? Euch ruhig eine nehmen. Zack, hier. Darfst du mit mir mal probieren? Danke. Das gehört dazu, zur Vorspeise. Ja. Ja gut, dann bis gleich. Bis gleich. Wir freuen uns. 10 Punkte für die Tomaten. Ja, es ist jetzt 18 Uhr. Kommt bei dir etwa ein bisschen Stress auf? Ganz bisschen Stress kommt auf, aber... wird schon schief gehen. So. Kommen jetzt einmal die Getränke. Sound Alkohol. Sound Alkohol. Bei allen drei Gängen. Heute. Und jetzt reinhauen. Und alles von den Granaten. Mm. Avocado, rote Beete, Mehl auch. Typisch spanisch. Ich glaube, das Mehl haben wir auf jeden Fall hier gekauft. Das kommt zumindest aus Spanien. Mhm. Das ist ja authentisch, soll ja authentisch sein. Was wäre das für ein Italiener, wenn du um 6 Uhr dann das Essen kriegst? Da gibt es aber immer richtig Ärger, ne? wenn die erste Nachspeise so um 1 kriegen oder so. Das ist im Moment immer richtig sauer. Ja, kann ich verstehen. So, die Sonne geht jetzt unter und wir sind gleich fertig mit dem Hauptgang. Gäste vergnügen sich hier schön. Ja, das war das Zweite. Und ja, wir sind ein bisschen spät dran, aber trotzdem alles gut. Ja, wow, das sieht so schön aus. Ja, wir kochen hier, die Gäste spielen draußen, der Sonnenuntergang ist wunderschön und gleich sind wir auch fertig mit dem Hauptgang. Und, meinst du, es gibt genug Ravioli? Wir haben irgendwie 76 Stück oder so. Ja, das sind ja verfinchte Kreden. Das war jetzt auch harte Arbeit. Ich weiß jetzt, warum die Frauen früher den ganzen Tag in der Küche standen. Wir machen jetzt in der Pfanne Butter und Olivenöl warm, heiß. Dann machen wir die Ravioli rein, dann werden die da so ein bisschen angebraten.
Und dann machen wir noch Tomaten und Petersilie und Salbei rein. Wow, da hast du aber viel hingekriegt. Und hier draußen sieht das auch richtig schön aus mit der Lichterkette. Essen ist fertig. Wie kann das sein, dass Essen fertig ist und die Gäste sind nicht da? Ja, wir kommen! Oh, los, die Enten sind gekommen. Ich hab mal gefragt, was machen die so viele Stunden? Wer braucht denn 8 Stunden, ey? Aber wenn du halt alles selbst machst, alles, egal was, so Nudeln. Ja, wir nehmen einfach nicht mehr dran teil. Ja, weil es ist auch unfair. Was? Tschüss. Hoppla. Wir haben das perfekte Dinner gefunden. Hey, komm, ich freue mich jetzt auch 3 Tage lang nichts zu kochen. Da ist der Nachtisch fertig. Wow. Guten Appetit ins Dunkle. Ja, guten Appetit. Und dann sehen wir uns gleich wieder bei der Bewertung. So, das Abendessen, das Dinner ist jetzt vorbei. Und wir machen jetzt hier mal den Abwasch und in der Zeit, ja, sitzen die anderen in ihren Vans und vergeben die Punkte. Genau. Ich hoffe, alle sind satt geworden. Es war echt schwierig für 8 Leute im Van zu kochen. Ja. Ja, so große Portionen hinzukriegen. Waren den ganzen Tag beschäftigt, ja. Von 10 Uhr morgens bis, ja, 8 Uhr abends. Ja, wir haben extra früh angefangen, damit bin ich in Stress geraten. Ja. Hat auch richtig viel Spaß gemacht. Oh, hallo Fiete. Und genau, ja, bin mal gespannt auf die Punktevergabe. Jetzt werden wir mal hier das Chaos beseitigen. Guck mal, kannst du mal zur Seite gehen, dann sieht man das nämlich hinten. Ne? Da steht alles rum. Ja, ich glaube, so sah es hier noch nie aus. Aber wir haben noch nie für 8 Leute gekocht. Und deswegen, ja, machen wir uns jetzt mal hier ran. Und nach der Punktevergabe setzen wir uns zusammen, spielen noch eine Runde. Und morgen ist dann ja, das Hause Blankenstein und Streter dran. Da bin ich auch mal gespannt. So. Punktevergabe. Mhm. Es war. Vorweg zu sagen, es war unfassbar super lecker. Ja. So gut. Schon lange nicht mehr so gut gegessen. Es ist schwer zu toppen, was Melli und David hier vorgelegt haben. Das Menü einer veganen Reise ins wunderschöne Italien. Also, wie viele Punkte? Italien hat uns auf jeden Fall sehr gut gefallen, beziehungsweise das italienische Essen heute. Es war ein ziemlich perfekter Abend. Das Essen noch viel perfekter. Die Raviolis haben mich so überzeugt, die waren ja komplett selbst gemacht. Auch die Füllung. Ja, war alles sehr, sehr, sehr köstlich. Es war so gut. Vom reinen Essen her ist es auf jeden Fall eine glatte 10, aber es gibt leider was zu kritisieren. Durchweg alles sehr, sehr lecker gewesen. Wenn man wirklich das Haar in der Suppe suchen möchte, was haben wir auszusetzen? War alles sehr lecker, ist nichts daneben gegangen, hat, glaube ich, hat uns sehr gut geschmeckt, hat den anderen sehr gut geschmeckt. Ja, die beiden haben 76 Ravioli Hand gemacht. Wahnsinn. Das ist halt schon krass. Ja, ja. Das ist, ja, Respekt dafür auf jeden Fall und es war wirklich so, so gut. Ich bin nicht satt geworden, so richtig, leider, ein bisschen zu wenig. Du hast gesagt, ein paar mehr Ravioli, 5 Stück. Aber ich bin satt geworden. Ja, und vielleicht hat es dann von Anfang bis Ende etwas zu lange gedauert. Ich meine, wir haben jetzt auch mittlerweile ja schon 8:30. Was sagen die immer? Ich weiß. Ja, also am Essen nicht zu meckern. Nein. Wenn wir irgendwas kritisieren müssen, und dafür sind wir jetzt hier, dann wäre das, die zeitlichen Abstände, vor allen Dingen zwischen der Vorspeise und dem Hauptgang. Vorspeise und Hauptgang hat ein bisschen lange gedauert dazwischen. Wir waren schon sehr gut angefüttert und mussten dann echt noch ein bisschen lange warten, bis wir die Hauptspeise gekriegt haben. Das war ein bisschen schade. Leider war zwischen Vorspeise und Nachspeise eine Zeitlücke von mindestens 45 Minuten. Und das war leider nicht so schön. Und dann wurde uns auch noch mitgeteilt, dass die Nachspeise sofort fertig ist. Aber dabei hat es dann ja auch nochmal gedauert, 10 bis 15 Minuten. Also das war schon eine lange Pause. Deswegen würden wir an sich mindestens einen Punkt abziehen. Wir vergeben 9 Punkte. 9 Punkte für euch, wohlverdient. Es muss ja noch ein Punkt
irgendwie... Muss ja noch zu toppen sein. Ja. Sonst wäre ich schon durch. Hätten wir ja schon den perfekten, Abend, schon den perfekten Abend gehabt, ne? Van-Dinner. Irgendwas muss jetzt ja noch kommen, was das Ganze toppt. Aber, da das Essen so lecker war... Und weil wir die beiden so ins Herz geschlossen haben, gibt es 7 Punkte. 10 Punkte. Danke für den schönen Abend, Melli und David. Ganz, ganz lieb gemeinte. Lieb gemeint. 6 Punkte. Nein, 9 Punkte. 9 Punkte. Super gemacht. Somit bekommen Melli und David 28 Punkte. Im nächsten Video sind Luna und Robin dran. So viel kann ich schon verraten. Es bleibt spannend und lecker. Das sieht richtig schön aus. Wir haben noch 5 Minuten, dann kommen die ersten Gäste. Ich vom Hocker gehauen, die war lecker. Wir freuen uns, dass ihr zugeschaut habt und hoffen, das Video hat euch gefallen. Falls ja, dann schaut euch das Video nächste Woche an und abonniert unseren Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ciao!